So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 5. Freunde, wir wollen weitermachen. Wir sind im Gebiet von John's Seat. Ja? Wir wollen den Typen zuerst machen, also ich will den Typen zuerst machen. Und deswegen haben wir jede Menge Missionen freigeschaltet. Und wir haben auf jeden Fall noch Gebiete, die wir noch gar nicht gemacht haben. Zum Beispiel würde ich hier gerne mal diesen Außenposten einnehmen. Befreie den Sektenaußenposten. Auf Johns Grundstück befindet sich eine private Landebahn, die zu jeder Zeit schwer bewacht wird. Da würde ich eigentlich ganz gerne hingehen. Und da muss ich mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, da würde ich aber auf jeden Fall gerne hin. Hier ist ein Flugzeug. Ich würde sagen, das nehmen wir auch gleich mal. Da werden wir mal hinreisen und dann werden wir von dort aus mal... Oh, shit. Oh, da ist ein Bär. Der Bär jagt. Komm, ich will die Haut haben. So, sehr schön. Das Fell will ich haben. So, Schwarzbärenhaut. Das kann man nämlich verkaufen, Freunde. Und da gibt es auf jeden Fall immer richtig Kohle für. Deswegen ist das auf jeden Fall lukrativ, diese Sachen zu farmen. So, mein Hundi habe ich mit am Start. Nur für den Fall, falls wir Hilfe brauchen. Der kann uns unter anderem auch wiederbeleben, was ziemlich nice ist. Jo, und deswegen sind wir jetzt mal auf dem Weg zum Flugzeug und machen uns dann auf dem Weg zu dem Gebiet, was wir einnehmen wollen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Ist bestimmt nicht so einfach, vor allen Dingen, weil ich auch noch nicht so die krassen Waffen habe, ja. Muss man mal gucken. Ich habe auch nicht so viel Kohle, das ist das Nächste. Hä, da steht ein Flugzeug, da steht ein Flugzeug. Wird da mal wieder irgendeine Mission angezeigt? Warte mal, lass mal kurz mal gucken. Was wird mir denn hier angezeigt? Na, ist egal, komm, wir steigen ins Flugzeug. Steigen wir aber hier hinten ein, das ist schon ziemlich weit draußen. So. Und einmal rein mit uns. Dann markieren wir gleich mal den Punkt, wo wir hinwollen. Wir wollen nämlich hier dieses Gebiet einnehmen. Das habe ich noch nie gemacht. Ist auch, glaube ich, das erste von dem, was ich so groß einnehme. So. Wasserflugzeug. Und los geht's. Das wäre natürlich cool, mal ein, es wäre geil, mal ein Flugzeug zu haben. Was richtige Waffen an Bord hat. Ja, das würde ich mal episch finden. Aber habe ich natürlich noch nicht. Gibt es aber sicherlich irgendwo in der Welt zu finden. Sieht doch mal voll episch aus, oder? Das sieht doch voll episch aus, Mann. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich fahre ein bisschen zu weit. Ah, wir sind schon fast da. Oh, jetzt muss ich bloß mal gucken. Ich glaube, ich lande hier mal auf dem Wasser und wir laufen dann hoch. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist geiler, oder? Wenn wir uns dann wirklich... Kann ich hier bremsen? Ah. Nein! Dreh doch das Ding, dreh doch das Ding. Oh, du bist ein Held, Digga. Du bist ein Held, Mann. Du solltest doch das Ding einfach drehen, Mann. Okay, wir gehen mal darüber. Irgendwas ist da hinten noch. Irgendeine Anlegestelle oder so. Gucken wir uns natürlich mal an. Ich hoffe, dass der Boot kein Feind ist. Dass das Boot kein feindliches Boot ist. So. Na ja, gut, wir sind ziemlich weit weg gelandet. Aber ich gehe lieber langsam rein und ein bisschen entfernt, als wie jetzt zu dicht ran und zu gefährlich. Episch hier, oder? Ganz ehrlich, wenn das nicht geil ausschaut, dann weiß ich auch nicht. Okay. Was haben wir hier? Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo Freunde, was geht? Können wir mal kurz euer Zeug, ne? Wenn ihr nichts dagegen habt. Entlasse einen Kämpfer, um einen neuen anzuheuern. Alles, was sich John holt, wird in seinem Bunker eingelagert. Den müssen wir finden. Okay, gibt's einen Bunker? Der alte Rattler ist ein waschechter Kriegsheld. Der ist noch keinem Kampf aus dem Weg gegangen. Ich hoffe nur, er hat sich nicht mit Eden's Gate angelegt. Wendler, Wendler. Es gibt immer so viele Missionen, die man dann noch kriegen kann, ne? Wendel Reed Rattler. Okay. Okay, also ganz ehrlich, Leute, man muss wirklich mit jedem hier sprechen, denn jeder hat irgendwas, was man machen kann.
irgendeine Erweiterung, irgendeine Quest, irgendwas, was man sich angucken kann, irgendeinen Schatz oder so. Es gibt wirklich so viel Scheiße, die man hier tun kann. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So, gucken wir mal. Oh, es sieht doch schon mal episch aus hier. Sieht verdammt geil aus, oder? Ich höre schon wieder die Sektenmucke. Holy shit. Da oben steht schon meiner drauf, das ist kacke. Seed Ranch. Sniper, den müssen wir wegholen. Hätten aber auch einen Scharfschützen. Hier sind einige. Okay, da müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Die haben auch eine Fluglandebahn, Mann. Das ist voll geil. Wahrscheinlich können wir dann von dort aus immer starten. Ich glaube, als erstes sollten wir auf dem Dach gehen, glaube ich. Als erstes aufs Dach. Und versuchen... Hundi, bleib mal ruhig. Bleib mal ruhig, Hundi. Befreie den Sektenaußenposten. Haben wir nice. Digga, warum kriegen die denn jetzt schon wieder mit? Warum peilen die denn jetzt schon wieder, wo ich bin? Ich raff das nicht. Kommt der hoch? Ich glaube, die sehen mich aber nicht. Die haben mich noch nicht gecheckt. Haben wir auch? Oh shit. Den Scharfschützen müssen wir wegprügeln. Haben wir auch schön. Den haben wir auch. Die holen bestimmt auch gleich Verstärkung, dann müssen wir echt aufpassen. Oh, der war nice. Nein! Er hat Verstärkung geholt, scheiße. Scheiße, jetzt haben wir es wieder erlebt. Ist hier rein? Ja, toll. Komm, geh hoch. Stirb. Oh nein, Hundi, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Hundi, nein. Nein, Hundi, Mann, jetzt ist er wieder verletzt. Das wollte ich nicht. Ach, da oben drauf. Den haben wir auch, sehr schön. Da hinten. Bäm, das war's. Das war's. Episch. Okay. Ich meine, es war geil, aber irgendwie auch ein bisschen billig, oder? Pastor Jerome ist selbstsüchtig und fehlgeleitet. Oder so ein bisschen? Und wenn er wirklich ein Mann Gottes wäre, hätten ihn seine Leute nicht verlassen. Du, Deputy, wirst deine Sünden bekennen. Das ist der Wille des Vaters. Jo, werde ich machen. Mann, das ist das krasseste Spiel, das ich je gespielt habe. Okay. Okay. Was haben wir hier?
Sektennotiz. Ich hatte John vorgeschlagen, dass wir ein paar Helikopter und sowas ernten und das Yes aufzubauen. Aber er meint, er hätte uns Arbeiter für die Errichtung des Schilds ausgewählt, weil wir für die meisten Sünden zu büßen hätten. Ich schwöre, ich könnte spüren, wie mir meine bösen Taten zusammen mit meinem Schweiß von der Stirn tropften, als wir diesen ganzen Stahl, die Sperrholzplatten und die Farbe den Berg hochgeschleppt haben. Wir haben gute Arbeit geleistet. Jedes Mal, wenn ich das Schild sehe, hält es in meinem Herzen wieder, ja, lieber Gott, ja. Okay, Digga, was hat er hier? Hat wieder irgendeine Mission. Gibt's irgendwas Spannendes? Irgendeine Mission. Region um Seed Ranch. Da gibt es sicher jetzt wieder einiges, was wir aufgedeckt haben. Und auf jeden Fall wieder eine Nebenmission. Seed Bootsrampe. Gewächshaus von Eden's Gate. Okay. Ich guck mal kurz, was es hier für Flugzeuge gibt. Man würde mich jetzt mal interessieren. Und dann nehmen wir mal die Nebenmission an. So. Hangar. Gucken wir mal. Ich hätte ja gern eins. Hat das irgendwas dran? Ne? Hat das irgendwie. Ich brauche was irgendwie. Was irgendwie schießen kann. Dieses lässt es Feuer regnen dank der ausgerüsteten Maschinengewehre, Brandbomben und Raketen. Nice, Alter. Das kostet 9000. Alter, ich würde sagen, wir sparen mal ein bisschen, oder? Das ist ja wohl mal voll geil. So, Digga. Ich hasse SIPs Verschwörungstheorien, aber wenn wir dadurch Zugang zu dem Sprengstoff kriegen, höre ich sie mir den ganzen Tag an. Er müsste auf seiner Ranch sein. Okay. Alter, vor allem wie weitläufig das auch immer ist, ne? Hat unzählige Nebenaktivitäten immer, das ist schon heftig. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal dahin. Was haben wir hier? Fuck. Verkaufen. Beute verkaufen. Schnellverkauf. Oh, ein bisschen Kohle haben wir. Nice. So, den Rest lassen wir so. Wir brauchen dringend Kohle. Wir brauchen mehr Geld, Mann. Das ist alles viel zu wenig. Wir brauchen mehr Geld, Mann. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Uns fehlt hier Moneten. Uns fehlen hier Moneten ohne Ende. Bauen wir mal schnell wieder Nitro. Das ist auch ganz geil. Irgendwo hier wird geballert. Irgendwo hier gibt's Action. Der Hundi lebt auch wieder. Oh shit. Was geht denn hier ab? Haben wir, oder? Gewächshaus von Eden's Gate. Da haben sie schon wieder irgendeinen geschlachtet hier. So, komm, den haben wir auch. Sehr schön. Oh, ich höre einen Helikopter. Oh, shit. Oh, nee. Da kommt ein Huhn! Oh, shit. Oh, nein. Wo kommen denn die jetzt her, verflucht? Oh, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh ne, jetzt kommt er auch noch. Er brennt. Nice, den haben wir. Komm schon, komm schon, komm schon, wir brennen! So, Digga, alles gut? Okay. Aber einen haben wir, glaube ich, noch irgendwo, oder? Der ist tot. Da steht ein Helikopter, nice. Was sind das hier mal für Vorratskisten? Da muss es immer irgendwas drin geben. Was ist denn das immer? Erntetruck. Was bringt mir das Ding? Ah. Ah, da finde ich immer Loot drin. Truck geplündert. Pistolenmunition. Oh, scheiße. Irgendein Heli.
Alter, bin ich vernebelt. Ich glaube, hier werden Drogen oder irgendwas angepflanzt. Notiz des Chemikers. Die Blumen haben sich sehr gut an die Hainbane River angepasst. Inzwischen wachsen hier hektarweise unsere ganz speziellen Naturpflanzen. Es ist in der Zeit, unsere Gärten bis ins Holland Valley auszudehnen. Mit viel Arbeit und dem Segen Gottes werden wir das ganze County in den Ozean aus Bliss verwandeln. Und dann wird sich kein lebendes Wesen ja wieder fürchten müssen. Dieser Traum ist fast zu schön, um wahr zu werden, aber der Vater glaubt an euch. Ich weiß, dass wir es schaffen können. Ich glaube, ich brenne es mal nieder. Hundi, komm raus. Hundi. Hierher. Mal gucken, ob sich da irgendwas tut, wenn man das niederbrennt. Tut sich da irgendwas? Gehen die Pflanzen kaputt? Die scheinen kaputt zu gehen. Das ganze Zelt brennt ab, Mann. Tut sich da irgendwas? Kriegen wir da irgendwie... Kriegen wir da irgendwas? Ist auf jeden Fall nice, Mann. Es fackelt alles nieder hier. Ich bin mal gespannt. Feuer! Hundi, wo bist du? Oh, da oben ist noch was. Oh, da oben ist ein Heli. Scheiße. Schwarz? Komm schon, schießen auf uns. Ja, stürz ab, stürz ab, stürz ab. Zack. Nice. Macht's gut, Boys. Ihr hattet leider keine Überlebenschance. So, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir hier nochmal schnell, was wir hier haben. Bestimmt auch noch irgendwas Interessantes. Oder vielleicht auch nicht. Hier kommen wir anscheinend nicht rein. Aber hier oben gibt es noch eine Tasche. Müssen wir gucken, wie man da hochkommt. Wie kommt man da hoch? Wahrscheinlich hier irgendwie. Hm. Da gesehen, hätte ich jetzt was nehmen können. Die jetzt irgendwie hochspringen können. Digga, du sollst dich doch festhalten, Mann. Jetzt ging's. So. Schauen wir mal. Ah. Pfeile, Bogen. Ein Vorteilspunkt. Wunderbar, aber wieder keine Kohle, beziehungsweise nicht viel Kohle. So, okay, wo müssen wir hin? Wir haben jetzt hier hinten noch was. Da würde ich sagen, gehen wir als nächstes nochmal hin. Nehmen wir mal einen Heli, oder? Müssen mal gucken, wo wir da landen können. Es wäre irgendwie geil, wenn wir mal irgendwann irgendeine Waffe, irgendwas mal hätten. Oder sind wieder Gegner? Wenn wir irgendwas mal hätten, um richtig zu schießen. Da steht noch irgendein Flugzeug. Oh, scheiße, die sehen mich. Scheiße. Scheiße. Wir landen einfach mal hier kurz. Landing. Oh nee, kacke. Oh, direkt neben dem Baum gelandet. So, Digga, komm her. Zack. Den haben wir auch, sehr schön. Oh ne. Machen wir so. Ey, Hundi, du bist aber auch immer zur falschen Zeit am falschen Ort, Mann. Es ist wirklich so. Du bist immer an den falschen Punkten unterwegs.
glaube, hier sind irgendwo noch Gegner. Oh nee, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wird angegriffen. Wo ist er? Hauen doch nieder, Mann! Ey, Digga. Ja, Silver Pack brauchen wir jetzt nicht. Wir heilen uns wieder von alleine hoch. Was haben wir hier? Hier ist irgendwas drinne. Oder irgendwas gibt's hier zu entdecken. Ah. Oh, hier ist sogar ein MG, Mann. Und ich renne hin und mach den im Nahkampf platt, Mann. Hätte ich doch echt auch das MG nehmen können. Kaufe hier Boote und Wasserfahrzeuge und passe sie an. Also man kann tatsächlich überall irgendwas kaufen. Haben wir natürlich jetzt gerade eingenommen, das Ding. Region um Falls End. Man findet hier auch so viel Zeug, ne? Da haben wir noch eine Mission. Das sind, glaube ich, alles Story-Missionen hier. Das sind alles Story-Missionen hier, glaube ich. Und da haben wir noch gar nichts eingenommen. Und hier haben wir auch noch mal irgendwas. Nebenmission. Okay, die Sterne sind Nebenmissionen und das hier sind Hauptmissionen. Okay. Wir haben hier doch wieder Flugzeuge. Okay. Alles klar, Leute. Wir machen Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder mal gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Ding von Far Cry 5. Haut rein, euer Panne. Servus.